Ja, wir sind hier in allerbester Pferdegesellschaft und sind jetzt einfach mal übers Gelände von der Pferdeaue Schönau gegangen und haben, oh, jetzt gehst du doch wieder. Das war der kürzeste Interviewpartner, den wir kriegen konnten, aber er hat sich sehr interessiert gezeigt. Wir haben ja zum Glück die Menschen, die das hier alles möglich machen für die Pferde. Und wir stehen jetzt hier vor der großen Liegehalle. Die sieht wahnsinnig toll aus und man sieht, da sind auch ein bisschen Spuren drin. Hier schlafen die Pferde meistens nachts oder wann? Ja, meistens nachts, aber zum Teil auch tagsüber. Im Sommer vor allem, wenn es dann heißer ist, dann ziehen sie sich gern tagsüber auch zurück in die Liegehalle. Die hat ein super isoliertes Dach, da ist es schön kühl drin, dann tagsüber, da sind sie total gerne. Und ihr habt einen ganz besonderen Boden hier drin, was ist das? Das ist ein sogenannter Waldboden. Hat einfach viele Vorteile. Er ist schön locker, er ist schön weich. Sie legen sich unheimlich gerne rein. Sie scharren auch mal gern drin, wühlen drin, gucken rum. Wir haben quasi keine Ammoniakbildung dadurch, wenn sie reinpinkeln. Und zum Misten ist es natürlich auch schön. Man muss quasi nur die Bollen runtersammeln und das war's dann. Vor allen Dingen, die Pferde haben ja sämtliche Möglichkeiten, hier rauszugehen. Was ist hier normalerweise so angesagt? Ist es eher so Einzelschlafen oder Gruppenkuscheln? Beides. Also wir haben so ein paar, die gehen auch mal tagsüber alleine rein zum Beispiel und ruhen da. Aber nachts ist es doch mehr fast die ganze Herde, die dann alle zusammen da liegen. Meistens steht einer, passt auf, die anderen legen sich drumherum. Ist ganz toll, wenn man da morgens reinkommt und das so sieht. Ja. Man kann hier auch so ein bisschen beobachten, wie sich Pferde einfach in der Herde so bilden, ne? Dass es da schon so kleine Meinungsführer gibt. Das gibt es ja in Boxenhaltung eigentlich gar nicht. Hast du da besondere Dinge beobachten können? Ja, also es schließen sich einfach ganz schnell Freundschaften und das ist ganz toll zu sehen. Also manchmal denkt man gar nicht, wer sich da so zusammenfindet und werden beste Kumpels. Und es gibt welche, die eben sehr viel miteinander spielen, die dann wirklich da fast schon ihre Rituale haben, dass sie da immer miteinander spielen und andere, die schlafen ganz gerne nebeneinander. Ist echt toll. Ja. Schlosserreitanlagen werden ja natürlich aus Holz gebaut. Diese Anlagen sind nachhaltig. Inwiefern hat Nachhaltigkeit für euch eine Rolle gespielt? Ja, die Nachhaltigkeit hat für uns sehr früh angefangen. Fängt damit an bei der Überlegung, welche Gebäude kann ich auf dem bestehenden Hof belassen und welche muss ich abreißen. Und die geht da weiter. Wir hatten zum Beispiel gepflasterte Flächen. Kann ich die Steine nochmal nehmen und zum Beispiel jetzt in den bestehenden Putzplatz einbauen und nochmal reinlegen? Und deswegen natürlich auch die Holzbauweise bei den neuen Hallen. Klar. Ihr habt sogar für besondere Anforderungen bestimmte Gruppen. Das konnte man vorhin jetzt ganz genau sehen. Ihr habt auch eine Allergikergruppe. Wie muss ich mir das vorstellen? Ganz genau. Also wir haben ja unseren Stall insgesamt so angelegt, dass er schon sehr allergikerfreundlich ist. Also was den Reitboden angeht, die Halle angeht, das haben wir ja schon gesehen. Die Liegehalle eben auch mit dem Waldboden, der sehr staubarm ist. Und was jetzt die Fütterung eben angeht, haben wir eine spezielle Heulagegruppe. Da ist einfach gesichert, dass die Allergiker keinen Zugang zum normalen Heu haben, sondern wirklich ihre Heulage fressen können und damit kommen die super klar. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, die Tür zum Heu geht einfach nicht auf. Ganz blöd gesagt, oder? Ganz genau. Da gibt es eine andere Tür, die dann in die Heulage führt und die geht dann für dieses Pferd auf. Genau. Jetzt ist es ja so, Aktivstall wird ja auch meistens gemacht, weil man die Pferde gesund und natürlich halten möchte. Und das kann keiner besser wissen als eine Tierärztin. Kannst du uns was dazu sagen, warum gerade dieses Stallkonzept so gut ist? Genau. Also ich denke, die Prophylaxe wird grundsätzlich immer wichtiger, auch was die Pferde eben angeht. Auch als Tierarzt möchte man nicht immer nur therapieren, sondern man möchte eigentlich die Pferde gesund erhalten. Und was die ganzen orthopädischen Krankheiten angeht, ist halt die Bewegung über den Tag verteilt extrem wichtig. Lungenerkrankungen sind ein Riesenthema, kommen immer mehr auf. Da ist frische Luft und eine gute Haltung draußen einfach wirklich wichtig. Ja, für mich gibt es da einfach kein anderes Haltungskonzept mehr.